Was geht denn ab? Ich habe nur eine Pistole und Munition. Was soll ich dagegen machen? Boah, ey, schau in den Rückspiegel, ne? Herzlich willkommen zurück, Feuergamer! Der Tag ist wieder fertig. Ich muss mal zurück in das Spiel. Hab das eben aus Versehen geschlossen. Story Twist! Die Blonde, die unsere Mutter gekillt hat, gehört zu einer anderen Organisation, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es irgendwie Polizei oder so ist. Aber sie hilft uns jetzt anscheinend, hat uns befreit. Und jetzt mal schauen, jetzt müssen wir wahrscheinlich den Rest selber frei ballern. Könnt ihr wollen? Muss ich irgendwo schießen? Also da hinten geht's raus. Ach da! Da war aber schlecht zu sehen. Vor allem habe ich ja die Taste gedrückt. Bist du da? Over. Spezialeinheit hier. Ja. Scheiße. Deacon, ich muss sofort... Ich habe kein Magazin. Festhalten, Ryan. Wir haben die nicht drauf, ihr Bastarde. Kommt er von hinten? Ah, da kommt er. Sehr gut. Boah, was ist das für ein Batmobil? Jetzt geht's ab hier, oder was? Ah, das ist so ein Ding. Ich kann nicht loslassen. Ryan, bleib bei deiner Mission. Todesmut ist eine Festung. Wir brauchen zuerst eine Strategie und dann ein Team vor Ort. Nein. Sollte zielen. Einfach mehr zielen. Was? Wovon redest du da? Na, von ihr. Von der Amerikanerin. Sie kennt dich. Was? Wiederholen. Die Amerikanerin. Sie kennt dich. Scheiße. Ich muss telefonieren. Was ist jetzt los, hä? Warum muss er jetzt telefonieren, Mann? Oh, was? Bam! Ich sehe gerade halt überhaupt nichts, weil ich so... Am Arsch bin. Ah, sehr gut, komm. Da hol ich mich wieder raus. Was haltet ihr denn aus? Wir können gar nicht von kommen, weil wir hier ab. Ah! Seit wann ist denn die Tür hier auf? Explodier! Bam! Da fährt er noch, oder was? Der fährt er nicht mehr. Was ist denn hier gerade los? Bin ich scheinbar voll? Konzentration! Wird nicht schwer gewesen. Die sollen sich verpissen, verdammt! Wo ist denn der Fahrer auf welcher Seite? Rechts von dir! Ach du Scheiße. Ryan, reiß dich zusammen. Und zwar schnell. Schön die Reifen am Arsch machen.
Takte geht nicht auf! Oh nee, bin ich jetzt noch tot? Bin ich tot? Bin ich umgekippt? Was ist denn passiert? Hallo! Das war aber auch gerade irgendwie. Hat ein bisschen gespinnt. Ich wollte erschossen. Das glaube ich aber kaum. Viel besser. Du schaffst das schon. Jetzt habe ich nämlich zweimal. Habe ich doch nicht zweimal. Die sollen sich verpissen. Weg von hier! Bam! Was ist denn das gereicht? Los mit mir? Oh. Die halten so viel aus, Alter. Scheiße! Bam, und dann ist es ja vorbei. Hast du alle Granaten verbraucht, ne? Das wird ziemlich eng. Ich hab hier ein paar der schicken Waffen da hinten. Motorräder hinter uns. Kümmere dich um die. Ist ja schon gut. Irgendwie stehe, glaube ich, komisch, habe ich jetzt das Gefühl. Deshalb wird das auch so schnell schwarz. Irgendwas stimmt mit der Kamera nicht. So, dann auf ein letztes. Was ist denn nur los mit mir? Das ist ziemlich eng. Motorräder hinter uns. Bam! Praktisch, dass ich immer wieder die Granaten hab. Tür rein, Tony erwischen, bevor er Michelle erwischt. Okay. Ah, guck mal, jetzt klappt ja auch alles. Irgendwie war ich Kamera komisch. Okay. Lass den Funk an. Verstanden. Ich kann jetzt die ganze Granate mittragen. Wir haben eine Waffe. Alles klar. Pistole, Sturmgewehr. Und Tony scheint auch hier zu sein. Dann bringen wir das jetzt hier zu Ende. Zumindest mit Tony. Das ist richtig komisch bewegt teilweise. Hier wohnt keiner. Muss ein Neubau sein. Das Positive ist, dass wir uns keine Sorgen um Zivilisten machen müssen. Nur um Massen von Tonys Handlangern. Keine Angst. Schießen sie schon? Ich kann durch die Wand ballern. Was wollen wir? Was hast du gesucht? Den Team Spirit? Da ist der kleine Scheißkerl! Oh, das ist schon mehr, dankeschön! Das will ich nicht ausziehen. Die
Was? Scheiße, wen haben wir denn hier? Wir müssen ja richtig pushen. Du hast dein Testament gemacht, du Penner. So, aus der Hüfte, locker flockig, es klappt auch viel besser bei mir. Ich bin nicht so der Typ, der zielt. Ich baller lieber direkt ins Gesicht hier. Boah, das ist schon wieder die krasse Waffe. Jetzt kommen die schweren Geschütze. Ich brauch Verstärkung. Ich bin direkt fast tot wieder bei der Waffe. Was lebst du denn so lange? War das jetzt alle? Der macht den schönen Wagen euch kaputt hier. Das ist gar nichts gebracht. Das war's? Sag doch, mehr als dieses geile Stummgewehr brauche ich nicht. Ryan, ich habe eine Hochglanzbroschüre gefunden. Die protzigsten Wohnungen sind ganz oben. Dahin könnte sich unser Freund verzogen haben. Das hätte ich auch schon fast von alleine. Vermutet. Ich geht und such mir dann einen anderen Weg. Okay, es muss doch irgendwo Baupläne geben. Wenn du einen Gangsterboss suchst, am besten immer ganz oben erstmal gucken. Deshalb, wenn ich ein Gangsterboss wäre, würde ich mich im Keller verschanzen und mir da ein krasses Apartment machen. Nee, ich finde die Kacke. Es tut mir leid für jeden, der die mag, aber ich finde die Kacke. Aber auch schlecht! Das ist für die falsche Seite! Es geht. Ich wollte einfach kurz mit mir reden noch. Können wir nicht. Alles, was nicht. Sie bewegt sich nicht! Dich wollte ich gar nicht töten, aber danke, dass du reingelaufen bist. Fadenkreuz. Ich hab's doch schon wieder gewusst, aber man kann nicht zurückgehen, ne? Wir können nicht abhauen! Es gibt kein Zurück mehr hier! Du wirst aber ein bisschen besser sein, ne? Hahaha, was ist mit dir passiert? Da soll jetzt auch richtig leiden, ey. Schön in die Wand geglitscht. Hier schwitzt. Schon wieder? Boah, ey, ich hau die hier alle in die Wand rein. Knapp, aber auch kein Problem. War fast tot. Ziel bestätigt.
Oh, die beide jetzt. Tür ab. Er darf hier nicht reinkommen. Scheiße, in Deckung. Der Wichser ist draußen. Oh, jetzt wird hier geballert. Ach, Mann, ich kann doch einen nehmen. Was war das? Oh. Alles klar, los geht's. Wollt ihr noch mehr? Angriffsbereit! Los geht's! Hierfür sterbe ich nicht! Ich kann... Ziel erfasst! Na klar! Da waren Raketen, Granaten mehr davor, oder? Oh, ich dachte, das passt zur Musik. Brian, bist du da? Ich wurde keine Muni mehr. Bin unterwegs. Nein, 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 du musst wegbleiben. Tony ist hinter dir her. Ich höre dich nicht, Ryan. Ryan? Ich hab wieder Muni. Michelle. Der Trick ist so ausgelutscht. Keine Sorge, bin unterwegs. Ach, verdammt nochmal. Der sitzt fest. Kommt nur, Jungs. Ich hab genug für alle da. Schnappt ihn. Na los. Bam! Jawohl, so läuft es hier. Nein! Es geht los! Oh Gott. Ich will dich nicht! Okay. Die ist auf jeden Fall geil, finde ich. Sie bewegt sich nicht! Guck mir mal genau hin! Kurz durchatmen und wieder ballern. Ich hab's nicht gemacht. Scheiße! Los, los, los! Hä? Alles klar. Unser einzig lieber. Was laber ich? Ein Aufzugschacht. Das ist auch ein Aufzugschacht. Alter. Sonst noch was? Ich bin gerade voll verdummt in der Müllerei. Ich untersuche den Kontakt. Ich habe das Ziel. Immer noch keine Bewegung. Bitte Verstärkung! Wer hat das gesagt? Ich hätte auch gerne ein bisschen Verstärkung. Ziel erfasst! Sogar wenn ich hab, ne? Was hast du denn? Scheiß
John Leone? Nee. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Aber ein kleines Kornettchen. Muss wieder klettern. Anders komme ich wohl nicht rüber. Muss ich klettern? Achso, ja. Oh. Okay, da, wer runter? Boah! Was geht jetzt ab? Helikopter oder was? Ich habe auch keinen. Das war mal ein komischer Sprung. Egal. Action. Alles für die Action. Nehme ich hin. Ah! Du bist aber leise gewesen, ey. Flammenwerfer am Rücken. Ach du Scheiße. Geht's jetzt hoch? Schacht. So, hab ich dich gut getäuscht? Fast geschafft. Wo bist du, Tony? Revolver? Komm, nimm mal so einen Revolver mit. Du bist doch bestimmt. Was war das, Mickey geworden? Ein Punkt. Und noch ein bisschen Munition. Zack, Zweihand, MG. Ballerei, Action, geht los!
geiler Revolver. Oh, die dauert so lange zu nachladen. Das ist gar kein Problem, die kann einfach vorbeilaufen. Ich werde halt jetzt von hinten abgegrillt, ne? Von wo? Kontakt. Das habe ich nicht gecheckt jetzt. Das habe ich nicht gecheckt. Warum wechsle ich überhaupt die Waffe? Ich sag doch noch Sturmgewehr. Alles geht über Sturmgewehr. Zwei Waffen. Klingt erstmal geil, aber wenn es dann ins Nachladen geht, dann ist das... Na, das geht nicht so geil, ne? Stehe ich denn überhaupt hier? Okay. Ziel identifiziert. Ach, ich bin schon hier unten. Ach, das ist eine Granate. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Warum? Ich hab die nur hingelegt. Ich muss die doch sonst auch entschärfen. Das ist ein Bug. Hundertprozentig. Ich muss ja wohl die Granate, wenn ich die einfach nur hinlege, hinlegen können, ohne dass sie explodiert. Wenn ich sie so werfe, dann werfe ich sie nächstes Mal einfach. Los geht's. Das ist aber jetzt ein bisschen nah dran hier. Dich ignoriere ich einfach mal. Und diese scheiß Handwaffen so nah aneinander. Ich wollte die Waffe nicht nehmen. Ich wollte nachladen. Ich hab das Ziel identifiziert. Scheiße! Ich wusste nicht, wohin ich werfen soll! Warum bin ich gerade so behindert, ey? Wow, und... Dich nehme ich aber mit.
Zeit, es zu beenden, Tony. Ich glaube, jetzt hat er ein Problem. Warum ist schwarz? Okay. Ich hab's irgendwie schon geahnt. Ist das Glas? Du glaubst, das hält mich auf. Oh ja, verzieh dich, Lieber. Deacon, bist du da? Ich hatte Tony fast. Er hat den Aufzug. Ich kann es einfach aufmachen. Aber scheinbar steht hier alles an, oder? Verstanden. Installieren, Schrauben, aufmachen. Wirklich? Kabel. Naja, wenigstens geht es diesmal runter. Weidmanns Heil, Soldat. Verstanden, Groß. Und einfach alles durchschneiden. Ist doch egal. Tony. Er will abhauen. Okay, komm in die Tiefgarage. Was geht ab hier? Der Folgende ist Tony. Okay, ganz kurz. Ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn es jetzt aber nicht so lange ist, lass es weiterlaufen. Ansonsten drückt den Gefällt-mir-Button und schaltet nächstes Mal wieder ein zu dieser krassen Verfolgungsjagd, die jetzt kommt. Los. Danke für die Muni. Michel! Das? Du bist einfach verrückt, aber dass das denen irgendwie so Angst macht, ist auch komisch. Getötet. Es tut mir leid. Was? Nein. Nein. Ja, leider doch. Nicht doch noch, Nick. Nein. Nein. Scheiße. Fuck. Bist du sicher? Hast du ihn gesehen? Ich bin sicher. Ich bin ziemlich sicher, ja. Fuck. Das war Tony, ne? Den können wir jetzt holen. Da sind sie. Wo ist Tony? Bring mich näher ran. Nicht. Cool.
Ja, hab ich nicht gesehen! Hab ich zu spät gesehen! Tut mir leid! Du siehst, dass hier auch noch ein Auto fährt! Komm hier mal her, Alter! Das ist auch so stressig. Ich nehme mal die andere Waffe, komm. Ach du Scheiße. Das ist ja wohl echt ein Witz, oder? Das... Ich bin doch längst tot! Ich hoffe, ich würde jetzt nicht die ganze Sequenz mal neu machen. Irgendwie war die Kleine... besser. Du tust dich... Bietet er mir den Kinomodus an? Jetzt reicht's aber hier! Was ist denn auch mir immer los mit der Kamera? Was ist denn mit der Kamera? Warum wird's immer so dunkel? Das ist doch scheiße! In welchem... Warum kann ich mich denn bewegen? Warum ändert sich das denn jedes Mal? Das ist das falsche Magazin, was du in der Hand hast. Ich kann nichts machen, wenn ich nichts sehe. Es wird einfach immer wieder schwarz. Irgendwo ist dieses... Das ist ja diese Grenze, wo man nicht sich drüber hinweg bewegen darf. Aber es ist so... knapp bemessen hier, das muss falsch sein. Schön die Kleine wieder. Da sind keine Menschen mehr drauf. Was soll ich jetzt machen? Explodiert er? Ich hoffe. Haben wir Tony getötet? Was ging jetzt ab? Wow! Übertreibt man nicht! Das ist Tonys Flugzeug! Was geht denn ab? Ich habe nur eine Pistole und Munition! Was soll ich dagegen machen?
Boah, ey, schau in den Rückspiegel, ne? Okay, ich muss hier raus. Ach du Scheiße! Ich schlag noch nach dem Ein und festhalten! Boah! Ist zugeklappt? Ist zugeklappt. Ryan, bist du da? Over. Die Spyware funktioniert. Wir glauben, es ist eine Bombe im Flugzeug. Ach wirklich? Eine Bombe? Warum finde ich jetzt eine Bombe? Achso, ein Fallschirm. Klar, glaube ich. Ist auf jeden Fall praktisch. Wenn man weiß, dass man aus großer Höhe fallen wird. Hallo? Das war's, Tony. Diesmal entkommst du mir nicht. Ja, eine Kamera da. Da ist er. Da ist er, verdammt. Red nicht so viel! Das interessiert mich alles nicht. Tot. Komm. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab echt nur den einen Schuss gehabt, oder wie? Das gibt's doch nicht! Wow! Ach du Scheiße! Wo komm ich raus? Wow. Ich hoffe, ich überlebe das! Oh Gott! Wo stirbst du denn da? Das ist ja mitten in die Stadt, oder? Was zum Teufel? Ich bin ein Geist? Ich bin doch gestorben. Oh nein! Ich bin tot! Wir sind echt Tom Cruise, oder? Wie läuft's? Ich bin Tom Cruise, oder? Ja, gut. Ja, sie hat ja gesagt. Lass mal so stehen. Tisch raus. Ich sehe dahinter nämlich total bescheuert aus. Ja, tust du. Danke. Nee, steh ich denn hier? Ja. Ja, du wirst das super machen. Kann ich dich was fragen? Ja. Liebst du mich nicht? Was? Weil ich im Testament gar nicht bedacht wurde und du Nicks Ring hast. Naja, also, Nick hat mich halt mehr geliebt. Weißt du was? Behalt den Ring. Wird an deinen zarten Händen sowieso besser. Ich sehe, du hast Carsten schon rausgeworfen. Ja, der darf drin nicht rauchen. Aber du schon? Ja, bin auch die Chefin. Jedenfalls hilft er mir dabei, all den Scheiß gerade zu biegen, den du hinterlassen hast. Ach so, ne, Kollege? Darum geht es nicht. Braucht er meine Zigarre? Ich habe mich mit einer Geheimorganisation befasst, über die ihr die ganze Zeit redet. Sie ist nicht zu greifen, Ryan. Nicht mehr lange. Also gehst du? Ja. Na gut.
Lass dich bitte einfach nicht umbringen, okay? Okay, solange du das Geschäft nicht gegen die Wand fährst. Ryan? Weinst du etwa? Nein, ich weine nicht. Doch, ich schwitze. Was tust du? Nein, du ich habe es im Auge, alles gut. Nur Umarmung? Nein, ich will Carlos nicht eifersüchtig machen. Na, geh schon. Er wirkt einsam da draußen. Ich liebe deine Schwester, Mann. Ja, sie ist was Besonderes. So richtig jetzt? Danke fürs Kümmern. Hey. Seid ihr zusammen? Also. Das sind so komische Verhältnisse hier. Ja. Ihr Name ist Amanda Kincaid. Bis vor zwei Jahren war sie eine hoch angesehene CIA-Agentin. Mhm. Sie war für mich auf einer Mission. Etwas ist passiert. Sie kam verändert zurück. Dann verschwand sie. Die Sache ist, sie war eine gute Agentin. Die beste. Sie sagte, Dad sei Teil der Organisation. Krasser Ausblick hier, oder? Das hat sie gesagt? Hat sie. Mann, das ist ihre Masche. Sie sieht Chaos in deinem Kopf. Warum hat sie mich gehen lassen und mich nicht getötet? Kostet bestimmt einiges, so eine Wohnung hier. Aber so eine Terrasse in England? Okay. Du bist doch schon so tot. So Wetter hat man nicht oft, oder? Ich bin tot. Komm schon, Mann. Wir schnappen sie uns sowieso. Amanda, die Organisation, sie alle. Stimmt's? Genau. Das ist ein hübscher Geist, oder? Und was jetzt? Ich sag dir Bescheid. Teil 2, DLC. Ich bitte DLC. Du hast Glück, ein Geist in einer so schönen Stadt zu sein, mein Freund. Wunderschön. Ja, irgendwie hat das Spiel storymäßig ganz groß aufgefallen, sag ich mal. Aber nur einen kleinen Part jetzt davon behandelt. So fühlt sich das für mich an. Ich zieh mal die Brille aus, weil das fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Aber ansonsten, mir läuft die Suppe wieder runter, ey. Krasses Spiel, auf jeden Fall. 40 Euro habe ich damit bezahlt. 5 Stunden Spielzeit oder so. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch so wirklich der Wiederspielwert ist. Halt ich mal so fest, da kann man das mal sehen. Wie hoch der Wiederspielwert ist. Ich bin nicht so der Sammler von diesen ganzen Sammelhunderts von diesen Dingern und dann kriegst du einen Klaps auf den Po von dem Entwickler oder sowas. Mag ich nicht so. Deshalb werde ich es wahrscheinlich jetzt auch dabei belassen, aber ich habe mega Bock auf den nächsten Teil, wie es weitergeht. Hoffentlich kommt da noch irgendwie ein DLC von mir aus, weiß ich nicht, 15 Euro für 2 Stunden oder so ein Scheiß. Wenn das selbe Qualität ist, schön ein paar Action-Szenen. Vielleicht das Tracking noch ein klein bisschen. Also irgendwie auf meine Körperstatur hat es nicht so richtig gepasst. Jetzt überlege ich selber, ob ich es hätte vielleicht einstellen können. Ich habe es gar nicht nachgeguckt. Falls ja, dann tut mir leid, dass ich gemeckert habe. Ich bin ein Idiot. Ansonsten, vielen Dank, dass ihr jetzt euch die Serie angeschaut habt. Drückt überall den Gefällt-mir-Button, geht nochmal schön zurück, die ganzen Videos, checkt ab, ob ihr mal gedrückt habt, abonniert den Kanal und hau rein!